Hallo liebe Handballfreunde, ich begrüße Sie in der Reiferbahnhalle des SV Grün-Weiß-Schwerin. Im folgenden Spiel trifft der TSG Wismar auf die weibliche Jugend C von Grün-Weiß. Viel Spaß! Auf geht's, das Spiel ist angepfiffen. Grün-Weiß-Schwerin, C-Jugend 1 gegen TSG Wismar. Oh, da ist sie nicht zu halten. Der indische Fehler, aber die gelbe Karte gegen Nummer 8 auf Seiten der TSG Wismar. Hier sieht man schon ein anderes Spiel, ein richtiges Zonenspiel, aber das war schön eingelaufen. Und der Pass kommt dann auch 1:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Luisa Hacker. Schlechter Pass außen raus. Und da sucht sie sich die Lücke und findet sie. 2:0 Grün-Weiß-Schwerin. Anne-Ide. Oh, da sucht sie sich die Lücke. Genau da, wo der Ball nicht durch darf, geht er durch. Kurze Ecke, Torwart-Ecke. 2:1. Und das war jetzt schön der Doppelpass. Und sprunggewaltig macht sie den Treffer.
Maike Schuld. 3:1. Oh, ein schönes Tor gegen die Laufrichtung des Torwarts, dieser Treffer. 3:2. Und der neue Sprungwurf, der geht aber am Tor vorbei. Und die Chance jetzt zum Ausgleich für Wismar. Wahnsinn. Schön gespielt, aber der Ball übers Tor. Und jetzt Spielzug angesagt. Außen lang rechts. Wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Einläufer. Rechte Kreis. Macht den Einläufer. Schafft die Lücke. Das war eine schöne Variante. Die Möglichkeit noch weiter nach außen auf den Außenläufer zu spielen, wenn der Abwehrspieler nicht mitrückt, und so hat sie die Lücke zum 3:3. Kreisanspiel, schön gehalten, Freiwurf für Grün-Weiß. Und Anaide mit dem Sprungwurf übers Tor. Technischer Fehler, Schrittfehler gepfiffen. Schwerin jetzt sein zweiter Kreisläufer. Und das Tor nach dem Kreisanspiel. 4:3. Kitty Kröm. Schönes Anspiel. Dann nimmt sie sich die Lücke und bekommt den 7 Meter. Und sicher verwandelt. 4:4. Wollte eine Lücke, wo keine ist. Gibt den Freiwurf.
passives Spiel angezeigt. Jetzt muss Grünwald-Schwerin hier abschließen und das wird passieren über Maike Schult. Und er ist drin. 5-4. Und das ist wieder die Variante mit dem Einläufer. Diesmal haben Grünmeister besser aufgepasst, den Weg zugemacht. Und der lange Pass nach vorne. Und der muss natürlich rein. Rüsaka. Sieben Meter Entscheidung für die TSG Wismar. Geschubst zeigt er der Schiedsrichter an und es gibt den zweiten 7 Meter. Der erste war sicher verwandelt. Und auch der zweite. Gleiche Ecke, gleiches Muster. 5-5. Auch da eine Variante angezeigt. Schönes Kreisanspiel und Krolle mit Gewalt an den Pfosten. Oh, das war klasse gespielt und sicher verwandelt. Die erste Führung für die TSG Wismar. 6-5. Und da hat sie sich klasse durchgesetzt. Kitty Krölle. Mit dem 6-6 Ausgleich und inzwischen die dritte gelbe Karte für die TSG Wismar. Die letzte vor der 2-Minuten-Strafe. Und aus dem Winkel war nicht zu holen. Und jetzt wieder die Chance zur Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Und er setzt sich gut durch und holt den 7 Meter.